Jahrzehntelang war sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, international erfolgreich und national verwurzelt. Ich bin ein richtiges Chemnitzer Kind. Ich hatte hier meine Familie, meinen Arbeitsplatz. Ich wusste, dass ich hier etwas bewegen konnte. Hier hatte ich das Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist doch herrlich. Jutta Müller. Die beste Eislauftrainerin der Welt für mich. Und ich hatte Glück, bei ihr zu trainieren. Sie war sogar für mehrere Jahre meine Ersatzmutter. Denn ich war ja relativ jung, 11 Jahre. Und da brauchte ich schon so ein bisschen eine Ersatzmutter in der Woche. Und das war die Frau Müller. Starker Einsatzwille, nicht aufgeben, was man angefangen hat, soll man zu Ende führen. Und das sind ja alles Sachen, die man im normalen Leben gebrauchen kann. Und da hat sie mir ganz viel gegeben, das muss ich sagen. Und ich bin das geworden, was ich bin, durch sie mit. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Auch heute noch, Pokal der blauen Schwerter, hat sie gesagt, also ich hole dich jetzt aus dem Internat raus, dass du aus diesem ganzen, weil im Internat ist es ja abends dann auch noch laut und da hat sie mich also mal bei sich einquartiert, mal eine Woche und da hatte ich meine Ruhe dann und konnte ich ganz fein, hat sie auch gekocht und gemacht und so weiter. Also weil ich vorhin sagte, das ist wie eine zweite Mutter gewesen. Ja, gut. Die war sehr streng auf dem Eis und um das Eis herum, Athletik und Ballett, wenn da was nicht klappte, also da wurde natürlich dann schon ein bisschen hart auch gesprochen. Wenn jemand am Boden lag und eine schlechte Leistung gebracht hat, war er selber am meisten enttäuscht von sich. Und da hätte man vielleicht ein bisschen was Aufmunterndes gebraucht und das hat sie eben nicht so ganz so rübergebracht. Das muss man einfach mal so sagen. Rund. Unmöglich. Aber sie hat ja bewiesen, über nicht bloß über ein, zwei Stationen oder Personen, sondern über viele Jahre, dass das eben erfolgreich war. Gabriele Seifert lief ihre bisher beste Kür. 4-mal gaben die Kampfrichter die Höchstnote 6, 13-mal die 5,9. Annette Pötsch ist die Weltmeisterin 1980. Jetzt wird ihr ein Stein vom Herzen klumpen. Erneut in Lake Placid-Form, Jan Hoffmann. 4 mal 6,0, 3 mal 5,9, das sagt alles. Der zweite Start bei der Europameisterschaft und schon der Titel gewonnen. Wenn das nicht eine würdige Nachfolge von Katharina Witt ist. Es musste immer weitergehen. Und das ist ja eigentlich auch das, was auch heute ganz wichtig ist, dass man sich auf den Lorbeeren nicht ausruht. Und das, da war sie also eine davon, die sofort gesagt hat, gut, das Jahr ist vorbei, jetzt müssen wir fürs nächste Jahr müssen wir noch besser werden. Sofort hatte sie schon wieder neue Musiken rausgesucht, dann mussten die neuen Programme aufgebaut werden. Und also da gab es keinen Stillstand, nicht. Ganz gut, würde ich sagen. Aber hier sind größere Mängel noch. Da wir die Möglichkeit hatten, ja auch dann mal in andere Länder zu fahren, hat sie sich natürlich dann auch immer ein paar Sachen zugelegt, die ein bisschen extravagant waren. Und ich kann mich bloß noch erinnern, da hatte sie sich dann mal eine Pelzmütze gekauft. Und so kam sie dann aufs Eis, Pelzjacke und Pelzmütze. Und da haben wir unter den Sportlern natürlich dann uns immer mal angeguckt und haben gesagt, und so. Aber da habe ich sie auch noch eben Gedanken vor mir. Das war was Besonderes.
Auszeichnungen, Preise, das sind alles Äußerlichkeiten sozusagen. Wichtig ist für mich eigentlich immer, dass man sie sozusagen im Herzen behält, weiß, sie war eine der besten Trainerin oder überhaupt die beste Trainerin. Und das ist nicht bloß bei ihren Schützlingen so, sondern das ist eigentlich weltweit so, dass sie also geachtet ist, verehrt ist und so weiter. Und das finde ich, das ist das Wichtigste. Sie hat mich derart geprägt. Ich habe so, so viel gelernt und bin unendlich dankbar. Ich kenne Jutta Müller seit 1961, in den ersten Jahren als Sportler und später dann als Preisrichter. Also ich möchte keine Stunde der gemeinsamen Zeit missen. Sie war immer eine gestrenge Trainerin, aber sie war auch eine liebevolle Mama. Ich bin normalerweise ja nicht gerne so bei Trauerfeiern, aber das war würdig, muss ich mal sagen, für die Frau Müller. Würdig. Meine liebe Frau Müller, unsere liebe Frau Müller, tanzen Sie da oben schwungvoll Ihren Tango Maxe mit Ihren Liebsten und bringen Sie doch bitte den Engeln das Schlittschuhlaufen bei. Wundern Sie sich aber nicht, die sind tatsächlich ein wenig pummelig. Das soll auch so sein, weil wer will schon dünne Engel? Seien Sie nachsichtig und teilen Sie Ihren Kuchen mit den Engelchen. Rauchen Sie genüsslich Ihr Zigarillo. Lachen Sie. Seien Sie streng oder milde. Zeigen Sie einfach all Ihre wunderbaren Facetten. Und rufen Sie ab und zu mal lautstark: Conny, Evelyn, Jan oder Katharina hier runter. Dann wissen wir, Rücken gerade, Brust raus, keine Angst und keine Bange. Wir bekommen jede schwierige Lebensnuss zu knacken.